Sind Sie denn verliebt? Sehr, ja. Ja, klar. Etwa der schon, ne? Ja, ja. Ich habe mich gesehnt, eigentlich nach einer reifen Beziehung von zwei reifen erwachsenen Menschen. Und eben, dann habe ich vier Meldungen habe ich gehabt, oder fünf. Und vier habe ich getroffen und gefunden, ui. Nein, das darf nicht wahr sein. Also, es ist jetzt einfach halt gelaufen. Es ist jetzt gelaufen. Was für nichts? Prost, Marja. Ziel gelten. Was? Yvonne ist geschieden und lebt seit 8 Jahren in einer Frauenwohngemeinschaft. Also, das ist gut. Sie hatte sich gut eingerichtet. Auch ohne Partner war sie zufrieden. Meistens. Es gibt einfach Bohnensalat, Tomatensalat, den Käse und den Kräutergarten. Ich war lange verheiratet, 25 Jahre lang, zwischen 22 und 47. Mit ihrem Mann hat sie 3 Kinder großgezogen und ist heute zweifache Großmutter. Ich habe nachher noch mal mit einer Jugendliebe zusammengetan. Ich war noch mal 14 Jahre mit einem Mann zusammen, den ich als ganz jung kannte. Und dann ist es mir gut gegangen, alleine. Und eigentlich habe ich das VCS-Heftchen angeschaut, nicht um einen Mann zu suchen. Dann habe ich Ferienhäuser angeschaut, Wasserspartuschen. Und ich lese das Prinzip immer ins Rat, weil ich eigentlich sie alle, fast alle unmöglich finde. Ja, dann habe ich so 4 gelesen von, eben so von Frauen, warm und erfahren und lustig und älter und alles gut. Und dachte, ah, eben nicht. Und dann ist eins von einem Mann, das einzige, das ich einfach gerade rausgelacht habe. Mir stinkt das Ausrufzeichen. Jeden Morgen allein am Frühstück sitzen. Tisch zu sitzen, allein durch die Botanik zu streifen, immer alles allein tun zu müssen. Darum suche ich, 69-Jähriger, 85 Kilo, Optimist, dich, jung, Klammere gebliebene, schlanke, lebens- und unternehmungslustige Radlerin, Wanderin, Genießerin und so weiter. Raum Zürich. Ich musste gerade einfach lachen und hatte Lust, auf das Inserat zu reagieren. Einfach, weil es so außergewöhnlich war. Nicht verkrampft, originell, nicht alles das Atter, Finan, Unab, ohne Altel, alle die fürchterlichen Beschreibungen. Sondern einfach so, mir stinkt, ich will nicht mehr alleine sein. Ja. Sie haben mir gerade so eine Karte geschickt. Da. Also gerade sich eigentlich öffentlich bekannt gemacht bei mir und geschrieben, und dein, ja, VCS-Leserinnen duzen sich, Inserat hat mir gefallen. Schau halt, ob dich diese Worte und das Bild ansprechen. Und sonst bitte alles zurück. Y. Yvonne. Wichtigste. Franz hat mehrere Beziehungen und eine Ehe hinter sich. Seine 2 Buben sind längst erwachsen und Franz ist seit ein paar Jahren leidenschaftlicher Großvater. Es war Sommer 2017 und Franz ging es eigentlich ganz gut ohne Partnerin. Er wohnte zwar alleine, fühlte sich aber nicht einsam. So, jetzt wünsche ich mir einfach mal einen guten. Aber manchmal fehlte ihm eben doch etwas. Und darum reagierte er erfreut, als Yvonne auf seine Annonce antwortete. Und dann hat er zurückgeschrieben, hat auch ein Foto dazu da und hat geschrieben, ja, das hat mir gefallen und seine Nummer und seine Adresse und alles. Mhm. Und ihm seine Foto? Ja, die hat mich nicht begeistert auf den ersten Blick, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem habe ich gefunden, lass uns einen Kaffee trinken. Es hat mir gefallen, wie er geschrieben hat. Das, ja, ich habe Lust, ihn kennenzulernen. Dann haben wir abgemacht, wir haben uns dann getroffen im Karl der Grosse. Und ich habe dort an diesem Abend noch abgemacht, um zu jassen. Ich hatte einen Blumenstrauß dabei für meine Freundinnen, die ich mitnehmen jassen.
regelmäßig. Und dann hat sie natürlich schon gemeint, sie kommt die Blume jetzt über. Dann bin ich reingekommen, Karl der Grosse, und habe sofort gesehen, dass er sie ist. Er ist da gesessen, man hat ihn gekannt, er hat mir viel besser gefallen in Wirklichkeit als auf der Foto. Er hat einen wunderschönen Blumenstrauß vor sich gehabt, der nicht für mich war, sondern für seine Jassfrauenzabung. Und dann habe ich einen ganz liebenswürdigen Menschen kennengelernt und wir haben eine ganz offene, entspannte Stunde gehabt, wo wir beide mit einem guten Gefühl uns getrennt haben und Lust hatten, das fortzusetzen. Sie hat mich einfach fasziniert vom ersten Moment an. Also es ist nicht «falling in love» platschen so drin, sondern es ist so ein einen Stuhl hinstellen und schauen, ob da die Liebe und das Glück drauf sitzen und Platz nehmen. In Zermatt hat Pierre sein spätes Glück gefunden. Da war er 67 Jahre alt. Sport war dem Geschäftsmann immer wichtig. Verheiratet war er nie, hatte aber immer lange Beziehungen, meist zu viel jüngeren Frauen. Dieses Jahr wird er 79. Gudrun ist bald 75 Jahre alt. Über 30 Jahre war sie glücklich verheiratet, ohne Kinder. Sie war Friseuse mit eigenem Geschäft in Deutschland. Vor 35 Jahren kam sie mit ihrem Mann das erste Mal nach Zermatt. Und es gefiel ihnen sehr hier. Aber plötzlich war sie mit Anfang 60 wieder alleine. 2002 ist er leider verstorben. Und nach 5 Jahren habe ich mein, da war auch gerade so, dass meine Mutter starb, die alt war, meine Schwester, die sehr krank war, mein Geschäft gerade aufgegeben. Also ich war frei. Irgendwie war ich frei. Mit dem Tod bin ich besser klargekommen. Und ja, und da war ich wieder offen. Und es hat mir jemand gefehlt. Ich habe immer gesagt, wenn ich noch mal den Richtigen treffe, dann sage ich nicht nein. Also ich möchte nicht immer alleine sein. Und eben nach 5 Jahren, ich bin mit dem Freund, der in Zürich lebt, mit dem ich mich eben hier immer getroffen habe, aber war wie mein Sohn. Und da waren wir halt auch hier drin. Und ja, und dann saß Pierre eben hier und hat gemerkt, dass ich eben nicht zu dem Mann gehöre. Nein, das habe ich nicht gemerkt. Und ja. Zuerst, das habe ich nicht sofort gemerkt. Ich meine, das ist der Bodyguard, weißt du, ja. Das aufblasen. Ja, ja, okay. Er hat halt auf mich aufgepasst. Es ist so ein Magnetfeld gestanden. Ja. Um sie herum. Wo mich fast so ein bisschen hergezogen hat. Und ja. Irgendwo sind wir dann in dieser Ecke hinten gelandet. Und der Bodyguard, ja, der ist dann dort. Ich bin abgeschoben, ein bisschen auf die Seite. Wenn so ein Magnetfeld entsteht, das kannst du nicht beschreiben. Das, da läufst du jemandem vorbei und das ist wie ein Stromschlag verwünscht. Das ja. Kannst du nicht beschreiben, das ist einfach so. Ach, das kannst du eigentlich auch machen. Ich habe ja nichts verloren. Ich habe nichts zu verlieren, bin ja jetzt frei. Und dann hat es geschnackelt. Und dann waren die 2 Wochen wunderschön. Und nur lach nicht so lüstern. Ja. Du erzählst das so gut. Ja, es ist aber so. Ich war wieder so verliebt, es gibt's gar nicht. Die Gefühle bleiben. Das ist egal, wie alt man ist. Die Haut, die Hülle altert, aber die Gefühle bleiben. Ja. Ja, wir machen das so, wie man das im Alter macht. Für andere. Ja. Das ist ja nur so. Das ist aber, dann, ja. Ist aber harmlos, gell? Ja, ja. Aber wir den richtigen wollen wir auch nicht mehr. Ja. Das ist ja ekelig. Denken die Jungen. Aber das gehört dazu und das ist sehr schön. Es ist eigentlich schöner, als wenn man jung ist. Körperlich, also Sexualität? Ja, finde ich schon. Weil man nicht so viel erwartet, man hat nicht so diesen Erfolgsdruck. Man lässt es einfach so. Man kriegt nicht mehr ungewollt ein Kind. Man kann mehr genießen. Und es muss nicht immer, es ist auch sehr lustig. Man nimmt es mit mehr Humor, ich jedenfalls.
Also lustig. Und du auch. Warum ist es lustig? Ja, wenn es mal nicht so richtig klappt, dann lacht man drüber. Oder ich sage, komm, wir bringen es hinter uns. Und wir brauchen auch nur so ein kleines Bett. 90 cm laufen wir. Ja, das ist das Privileg von der jungen, frisch Verliebten. Da. Ja, aber bei uns ist es halt wie bei den alten Hunden, wir brauchen die Wärme. So richtig so. Aber nicht, da tut sich nichts, nicht, dass du denkst, er wäre jetzt jedes Mal. Einfach nur, es ist einfach schön. Ich wünschte, ja, es hätten viel mehr Menschen. Ja. Es macht glücklich oder nicht immer glücklich, also glücklich ist er auch immer nur im Moment, aber zufrieden. Vielen Dank. Das ist der Beste übrigens, der hier. I wish you what. Sie leben seit 12 Jahren als Paar zusammen und verbringen jeweils mehrere Monate im Jahr in ihrem Sehnsuchtsort Zermatt. Ach, du küsst ja so schön. Felix Lötscher hat als Architekt viele Häuser und Kirchen gebaut. Seine Frau und er haben 4 Kinder großgezogen. Nach 20 Ehejahren hat sie sich wieder in ihren Jugendfreund verliebt. Und plötzlich stand er alleine da. Wo wir uns getrennt haben, Frau und ich, haben wir dem Kind versprochen, dass wir zusammenbleiben, bis alle ausgewachsen sind. Also. Und das ist 10 Jahre gegangen. Oder? Und ich habe das Gefühl, das ist überhaupt kein Problem für mich nachher. Ich habe jetzt 10 Jahre geübt, alleine zu sein. Und dann ist das, ich hätte das nie geglaubt, dann ist das so eingefahren. Yes, nein, jetzt bist du einfach allein. Niemand kommt mehr, du hast niemand mehr erwartet. Und so. Und das ist wahnsinnig. Und ich habe dann gemeint, ja, ich war so engagiert, ich hatte nicht grosse Beziehungen mit anderen Personen oder anderen Frauen oder so. Da wusste ich, wie will ich das überhaupt ändern? Und habe dann mal eine Weile lang auf Inserat reagiert. Ist aber nie etwas daraus geworden. Die Suche irgend nach einer Partnerschaft, die ist wahnsinnig im Vordergrund gestanden. Und in dem Moment kommt beim Skifahren in Flimsoben die Begegnung mit dem grauen Kopf von hinten, weißer Kopf. Und dann hat es gerade gezündet. Weiss tönt ist besser als grau. Ich habe einmal gehalten, er ist immer hinten angefahren. Hat er gehalten und dann, als ich gehalten habe, hat er auch gehalten. Und angefangen zu schwätzen. Ja, ist. Weißt du noch, was du gefunden hast? Es war ja Winter und du hast immer das Gefühl gehabt, wenn der nur mal die Kappe abziehen würde, wie alt ist denn der eigentlich? Ja, du bist glücklich gewesen, wo gesehen, ah, der hat ja auch schon graue Haare. Ja, wir sind in der Praxis nicht Ski gefahren. Ja, wir sind immer wieder von einem Restaurant zum anderen geblasen. Und nachher habe ich gemeint, so, jetzt gehen wir einmal fein gutes Nachtessen. Und dann sagt sie, ich gehe jetzt heim schlafen. Auf Wiedersehen, Herr Lötscher. Und ja, Herrschaft nochmal. Und daheim bin ich zuerst in die Telefonkabine. Und da habe ich sofort die Adresse rausgeschrieben. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, dass wir uns wieder treffen können. Und dann ist und ist keine Antwort gekommen. Und dann sagt sie, so, jetzt rufe ich einfach an. Und sie sagt, ja, da ist der Händler. Und sage ich, ja, da ist Lötscher. Ja, grüezi, Herr Lötscher. Sie hat überhaupt nicht reagiert. Ich habe doch Ihnen einen Brief geschrieben. Den Brief hast du noch nicht gelesen. Ja. Und der war nicht bei der Wohnung. Der Briefkasten? Ist eben weit von der Wohnung weg, an der Hauptstrasse oben. Und dann hat sie gesagt, ja, ich gehe rasch leer. Und nach etwa 20 Minuten hat sie zurückgerufen, oder? Und dann habe ich etwas gesagt, ob sie Probleme hat, dass sie so lange gewartet hat. Ich sagte, ja, sie hätte etwa 3-mal lesen müssen. Sie hätte so Freude. Ich bin dann noch mal hochgekommen und dann sind wir etwa 2-3 Tage zusammen gewesen.
und haben ja, viel Ski gefahren sind wir nicht, aber ja, es ist schön gewesen, dass man jemanden gefunden hat, wo im Alter so im Bereich war. Sie ist zwar wesentlich älter als ich und aber auch frei, ja. Ich habe nicht gesucht und dann, ja, bist du mir über den Weg gelaufen. Aber spät, hä? Aber, das ist ja gut, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Einen jungen Schnaufen habe ich dann nicht mehr. Darf ich so kommen, Marta, oder muss ich ein paar liegen? Da musst du wissen, ob du schön willst sein oder nicht. Komm, wohl. Gehen wir essen. Gehen wir essen. Ja. Ah, geht voraus. Gut. Ihre späte Liebe begann vor 20 Jahren. Damals war sie 71 und er 64. Sie sind oft und weit zusammen gereist, lebten aber in getrennten Wohnungen. Vor 11 Jahren sind sie zusammengezogen in eine Seniorenresidenz. Grüezi, wo? Vor 4 Jahren haben sie geheiratet. Für Martha war es das erste Mal. Die 4 Kinder und 6 Enkel von Felix sind jetzt auch ihre Familie. Martha war Chefsekretärin und in der Freizeit Ballonpilotin. Für eine Beziehung hatte sie keine Zeit. Aber eben da begegnete ihr Felix und es war um sie geschehen. Sollen wir den Ballon schon auslegen? Nein, wir tun zuerst den Kipp und dann sieht man, wie weit weg was man dort muss. Martha war früher eine Pionierin der Schweizer Ballonfahrt. Nun zeigen sich zunehmend Symptome einer Demenz. Von ihren Ballonfahrten, da weiss sie noch, wer alles mitgekommen ist und die Probleme, die sie hat, weil wir unterwegs sind, sagt, ja, da haben wir Probleme gehabt wegen dem Wind und da ist es. Überall hat sie Erfahrungen, die sie noch weiss. Ja. Und Kurzzeitgedächtnis hatte ich am Anfang schaurig Mühe mit dem Umgehen. Weil, wenn ich etwas gesagt habe, 2 Minuten nachher fragen sie es gleich. Und dann habe ich am Anfang fast ein bisschen hässig reagiert und gesagt, jetzt habe ich ja gerade gesagt, es ist so und so. Du übertreibst ein bisschen. Nein, das ist, nein, Schatzli. du fängst an abbauen, das ist ganz klar, das ist eine normale Erscheinung in diesem Alter. Und das ist für mich eine Herausforderung, dürfen, das in die Hand nehmen, unterstützen, so gut und so lange ich das kann. Wir nehmen einfach jeden Tag als ein Geschenk, ohne grossen Plan. Was ist morgen und so. Heute ist heute und jetzt haben wir es schön und geniessen das. Was morgen ist, wissen wir nicht. Nein. Das ist ein Alterseinschenken, zweihändig. Weil man zittert. Was, Felix? Prost, Martha. Zähl Geld. Was? Ach, das war in der Wüste von Kalifornien. Ja. Schöne Foto, ja, da bist du sehr noch jung. Im betagten Zentrum Rosenberg in Luzern leben rund 120 Pensionärinnen und Pensionäre. Die Leiterin Kathi Hürlimann weiß um deren Bedürfnisse. Auch in Liebesdingen. Hallo zusammen. Es ist ein Lebensraum und ein Lebensraum, wo alles beinhaltet, was zum menschlichen Leben gehört, von der Geburt bis zum Sterben. Und da ist natürlich Liebe, Zärtlichkeit, Sexualität, Nähe, Beziehungen, Leben ist ein grosses Thema auch. Im Durchschnitt sind die Menschen hier 87 Jahre alt. Sie brauchen eine sensible Führung und häufig ein offenes Ohr. Auch für Liebesgeschichten, für die es selbst als Bewohnerin oder Bewohner eines Seniorenzentrums nie zu spät ist. Es hat es auch schon gegeben, dass Menschen sich im Rosenberg kennengelernt haben und ein paar Worte sind. Das ist dann manchmal nicht ganz so einfach.
weil ja, da sind die Angehörigen natürlich da, die unter Umständen nicht so jetzt das toll findet, dass ihre Vater oder ihre Mutter jemanden neuer kennenlernt. Da ist die Frage, gehört sich das noch? Da ist manchmal auch die Frage, sind ja frühere Partner oder Partnerinnen da gewesen, die vielleicht verstorben sind? Wie geht man denn mit dem um? Kann man das aushalten, dass jetzt die eigene Mutter wie ein verliebter Teenager in der Gegend umschwirrt? Manchmal lebt ein Ehepartner noch in der alten Wohnung und der oder die andere bereits im betagten Zentrum und teilt das Zweierzimmer mit einer fremden Person. Wenn zwei Personen miteinander in einem Zimmer leben, wo jetzt nicht ein Paar sind, sondern wo jetzt halt das Leben so zusammengebracht hat, wenn man jetzt möchte, ja, sich begegnen mit einem anderen Mensch körperlich, das ist sehr schwer. Da wird man eher schauen, dass das außerhalb vom Rosenberg kann stattfinden, damit auch der Schutz von der Intimsphäre gewährleistet ist. Nicht nur die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner beobachten, was in Liebesdingen so läuft im Haus. Auch das Personal muss sich damit auseinandersetzen. Sie müssen im Team Lösungen finden, wenn Menschen sich einsam fühlen, Wünsche nach sexueller Stimulation äußern, berührt werden wollen oder eben nicht. Die Reaktion jetzt auf Bewohnerinnen oder Bewohner, die ihre Sexualität leben wollen, die kann ganz verschieden sein. Da kann es Menschen geben, die das total normal finden und das Verständnis haben für das. Es gibt aber natürlich auch Bilder, wo man sagt, das ist doch grusig, jetzt müssen so Alte auch noch so tun. Bis so braucht es das noch, bis vielleicht jetzt auch eben, Wertehaltungen, die aus einer Tradition herauskommen, wo man sagt, ja, nein, also wir sind einmal geheiratet und das lange doch jetzt. Also, da gibt's wirklich alles. Vor einigen Jahren haben wir einen Bewohner gehabt, der ganz klar gesagt hat, er möchte gerne eine Prostituierte. Und wir haben dann das angeschaut und haben dann gefunden, ja, in dem Zimmer, in dem Setting, wo er ist, ist das nicht möglich. Weil, wie gesagt, das wäre viel zu stigmatisierend. Aber er war in der Lage, den Rosenberg zu verlassen, wenn auch in einem Rollstuhl. Und dann haben wir mal abgeklärt, was gibt es da eigentlich in unserer näheren Umgebung für Angebot. Ja, dann haben wir ihm das aufgezeigt, haben ihm den Zugang geschafft und dann hat er das natürlich dann selber müssen organisieren. Aber wir haben ihn gefahren und wir haben ihn auch wieder geholt. Mit dieser Offenheit stößt sie bei Angehörigen oder auch Mitarbeitenden gelegentlich auf Unverständnis. Ja, ich glaube, dort muss man dann halt einfach die Gespräche führen und sagen, ja, um was geht es denn jetzt? Also geht es um meine persönliche Werthaltung, die ich habe in Bezug auf diese Art von Dienstleistungen? Oder geht es jetzt um den Menschen? Aber ich da, jetzt ist es überhaupt nicht. Yvonne und Franz genießen seit 9 Monaten ihre späte Liebe. Franz hat Yvonne erzählt, dass er an der nicht heilbaren Lungenkrankheit COPD leidet. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, schmieden sie oft Pläne. Ich möchte noch ganz viele Sachen, kann ich mir vorstellen. Weißt, von der Bretagne haben wir gesagt, bis ein Camper und alles Mögliche. Und vielleicht machen wir gewisse Sachen nicht. Und auf der anderen Seite, gewisse Sachen müssen wir halt wirklich auch machen, weil wir auch nicht genau wissen, wie viel Zeit überhaupt für alles bleibt. Ja. Wie es weitergeht, das weiss man ja nie. Wir gehen ins Wasser. Ja. Adieu. Wir gehen ins Wasser. Ich kann die Schuhe anlassen, du nicht. Ich habe Wasserschuhe. Okay, nicht. Nein. Ich habe Pech gehabt. Der Franz ist so schwer in Ordnung und hat so ein gutes Herz und ist so überentspannter und tut mir so gut. Und bringt mich zum Lachen. Und aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er kocht wie ein Wahnsinniger.
und dass die Liebe durch den Magen gegangen ist. Wer weiß? Ich finde sie einfach eine ganz herrliche Frau, wo ich nie mit gedacht habe, dass es das überhaupt noch gibt, wo so auf mich stimmt, auf mich eingeht, auf meine Bedürfnisse und ja und auch mit mir kann umgehen. Aber sich gegenseitig zeigen, wenn man eben schon einzelne Falten hat oder wenn ihm alles so straff ist. Ist das, wie ist das? Was? Wo? Das? Siehst du die Eitelkeit? Das finde ich eine Herausforderung. Eben, ich habe gesagt zu ihm, das finde ich auch noch stark. Stuck schreibt, suche schlanke Partnerin und selber. So. Ja, hat er gesagt, ja, wünschen kann man alles, genau. Ich finde, dort zeigt sich ultimativ, ob man, auch wenn es einmal schöner war, zu sich selber steht, mit allem, was verwelkt ist. Und ob man sich nachher auch nicht. Ich habe schon ein bisschen Mühe mit dem Bauch von Franz, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Das verstehe ich auch. Ja, und der Franz sagt, es geht mir nur so und es ist so und es ist überhaupt nicht wichtig. Genau. Ja, aber ich finde, es ist ein eine Herausforderung als Ego und an Eitelkeit. Ja. Ja, wohl ein bisschen wichtig ist es ja schon auch, das leuchten wir auch ein. Aber ich kann ihn nicht einfach wegrichten. Geht nicht. Es ist auch lang gegangen, bis er angesessen hat. Eben, zum einen sage ich, leg bitte ein Hemd, passt oder ein T-Shirt, das gefällt mir besser, dann ist schon mal gut. Und zum zweiten, nein, ehrlich, nachher, irgendwie bei Zärtlichkeiten oder so, dann hast du einen lebenden Mensch und einen warm und einen liebevoll und dann ist es wurscht, ob es verwelkt ist, mir mindestens. Wir haben auch schon Leute verloren, gell, durch den Tod. Und ich habe gerade kurz vor ich den Franz kennengelernt habe, wirklich meine Schwester und meine allerälteste, liebste Freundin sind beide gestorben mit 63. Dann finde ich, mein Gott, hey, da mag es ja schlabbern und alles Mögliche. Ich bin 63, ich bin am Leben, ich habe einen lebenden Liebhaber. So what? Also wirklich, es ist eine Frage der Prioritäten. Das ist alles nicht mehr so wichtig, echt nicht. Wir sind am Leben, ja, gell? Das mit der Wichtigkeit wirklich? Finde ich eigentlich auch. Ja. Ah! Tschüss, Hühneraugen, Franz. Da kommt schon 10 Polizisten. Wegen unsittlichen Betragens. Ja, genau. Ja, gell? Dies kennen die, dass sie von sich abgezogen. Wirklich? Ja. Also. Die 78-jährige Yvonne lebte rund 20 Jahre alleine. Ihren ersten Kuss bekam sie von Peter. Damals war sie 17. Die beiden haben sich seither, also seit 59 Jahren, nicht mehr gesehen. Dabei wohnte Peter noch immer ganz in der Nähe. Aber das wusste sie nicht. Peter ist inzwischen 80. Auch er hatte keine Ahnung, dass sein ehemaliger Schatz seit vielen Jahren gleich um die Ecke lebt. Erstaunlicherweise sind sie sich nie begegnet. Vor 2 Jahren fing er allerdings an, von Yvonne zu träumen. Und er hat sich an die Küsse von damals erinnert. Ich war 19. 17. 18, 19 und du 17. Ja. Mhm. Natürlich sind wir beide noch Anfänger, ganz schüchtern, muss ich sagen. Das ist dann natürlich bei einem Küsschen geblieben, oder? Also, ja. Wir haben uns nachher noch mehr getroffen beim Tanzen, gell? Ja. Aber eben plötzlich habe ich nicht mehr von ihm. Das war so, mit 19 wollte ich das machen, dass ich nachher mit 20 Jahren auswandern konnte. Dann hatte ich einen Lungenfleck und dann war das verschoben. Dann konnte ich nicht gehen.
Und dann, wie es so kommt, dann trifft man wieder jemand anderes. Und dann hat es halt dort ein bisschen gecashert. Ich habe geheiratet, zwei Kinder bekommen. Und ja, ich war 51 Jahre geheiratet. Und die Frau ist eben im 2014 an Krebs gestorben. Nach einer langen Leidenssicht. Und nachher, ja, ich war frei gewesen, nachher wirklich frei gewesen. Ich konnte machen, was ich wollte. Und dann habe ich prinzipiell gesagt, der Kollege, ich will keine Frau mehr. Das ist ganz klar. Jetzt lebe ich alleine. Eben, auch geheiratet später. 63 Jahre, auch zwei Kinder gehabt. Und ganz normal weitergegangen. 58 bin ich wieder allein gewesen. Nein, ich wollte keine Mami. Nein. Ich habe mich so eingerichtet, dass ich für mich wohl bin. Dann kommt ein Brief von Peter. Also beim Absender habe ich gesehen, Peter Wipfling. Und ich dachte, was will jetzt der Peter von mir? Hallo Yvonne, erschrecke nicht. Es lässt mich nicht mehr los. Weil ich keine Telefonnummer von dir finde, schreibe ich dir. Seit einiger Zeit kommst du mir immer wieder im Traum vor. Verstehe mich recht, ich suche keine Freundin. Als wir uns getroffen haben, habe ich schon gemerkt, oh, wir haben uns einfach gerade begrüßt, wie nie etwas zwischen uns ein Stillstand gewesen wäre. Und dann habe ich gemerkt, sie war ganz aufgeregt. Er war ganz aufgeregt. Und dann sind wir ja gegessen durch die Melite. Ja. Ich bin noch jetzt aufgeregt. Nach all den Jahren haben sich die frisch Verliebten unglaublich viel zu erzählen. Und schon beim ersten Treffen offenbarte Peter Yvonne, dass er keine Erektion mehr haben kann. Plötzlich sehe ich mir das vom Prostata, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, wie viele Frauen so einen Mann wette? Im Alter, ja. Weil viele ja nicht mehr Geschlechtsverkehr. Ja. Ich habe gesagt, ich bin auch eine von denen, ja. Ja. Mir würde das nicht ausmachen, so. Es gibt genügend Möglichkeiten, dass man zusammen sein kann, schön haben. Sie unternehmen viel und besuchen sich fast täglich gegenseitig in ihren Wohnungen. Und sind überrascht, wie viele Interessen sie teilen. Trotz Verliebtheit wollen sie nicht zusammenziehen, weil sie die Fallstricke kennen. Was hat das andere System für Abtröchen und so weiter als ich, oder? Ich daheim habe ich ein Abtrocknungstuch, das ist einfach für alles. Oder? Es hat eins für das Gesicht und eins für die Pfanne, das kenne ich nicht, das bin ich nicht so aufgewachsen. Ja, und dann, wenn der erste rauskommt und das falsche Tuch hat, und dann, du musst es anderen nehmen, dann hat es mich vielleicht schon verjagt. Nein, das habe ich auch vorher nie gesehen. Ja, das, oder auch, wenn ich zu dir komme. Darum sage ich, das geht nicht. Du brauchst eins, und das sage ich auch nicht. Eben. Du bist dort daheim und ich bin dort daheim. Das muss man einfach so sein, wie es ist, ja. Das ist ganz klar. Ich will meine Freiheit behalten. Ich will das nicht mehr. Und ich wünsche das auch, dass er seine Kapauto nehmen kann. Er hat seine Hobbys, er soll jedes dürfen machen, was es vorher auch gab. Das heisst, sie pflegen auch ihren Freundeskreis, wie bisher. Eins, zwei, drei. Wow. Ich bin wieder pünktlich gekommen. Prost! Prost, Peter! Prost, Rüdo! Gut so. Ja, ja, man hat schon angemerkt, dass etwas geändert hat. Ja, definitiv. Er ist gehüpft und ist rumgegumpelt, ja. Wir konnten zwar keinen Service mehr nehmen und nichts mehr. Hey, aber offenbar war schon etwas gegenseitig, als das so funktioniert hat. Und er ist wirklich noch einmal Frühling. Ja, ja, 10 Jahre jünger geworden. Ja, noch im Spielen, auf einmal zugelegt, wahnsinnig. Ja, so. Ja. Jetzt wärst du? Ja, sicher, Mama, ist viel besser geworden. Ja, ja. Thank you.
wirklich schön, also in dem, ja, das auch mal mitzuerleben, oder? Und wir sagen immer, wenn uns das später, wenn wir ja, allein stehen sind und uns würde das noch passieren, dann ja, wäre sicher. Dann freuen wir uns auf das Alter. Würden wir uns freuen auf das Alter, ja. Sie genießen das, gehen voll rein, egal, welches Alter. Man kann es fast nicht glauben, dass ihm das noch passiert. Das schon. Ist nicht selbstverständlich. Nein, das würde ich nicht gerne Eine späte Liebe zu finden braucht manchmal Mut und Ausdauer. Hans ist 80 und war zweimal verheiratet. Der Witwer lebt allein und er fühlt sich einsam. Und jetzt bin ich halt ernsthaft auf der Suche. Es ist nicht einfach. Also ich habe alle Partnervermittlungen habe ich angeschrieben, bin dabei gewesen, aber null Resultat. Wenn mich jemand fragt, 80, abgeschrieben. Das ist einfach ein Alter zwischen Leben und Scheintod. Kann es nicht anders sagen. Und das tut dich so schockieren. Und jetzt, wo ich hier geschrieben habe, wieder ins Internet, gibt es in deiner kleinen Gruppe eine Frau ab 60, die noch eine Beziehung eingehen möchte? Ja, das Erste, was kommt, ist, ja, wie alt sind sie denn? Beschissen, 70. Nicht mehr gehört. Nicht mehr gehört. Jetzt gibt es natürlich Leute oder Frauen, die sagen, ja, mit 70 oder mit 80 braucht er das nur für das Wasserlösen, aber für sonst nicht. Ich kann ja nicht schreiben, ja, was ich sonst noch mache. Aber man ist abgeschrieben müssen. Das tut so weh. Und wie sie aussieht, ist das auch wichtig? Wichtig. Also es gibt in der Liebe kein Alter, es gibt keine Distanz und es gibt keine Jüsse. Also mir ist lieber, sie hat einen guten Charakter, ist sehr lieb, zärtlich. Und Zärtlichkeit gibt ja das Aussehen. Ich möchte einfach können mit jemandem spazieren, über alles diskutieren, was einem blockt. Das ist das, was mir gefallen würde. Gut, dann immer essen. Tanzen, das kann ich nicht auslösen. Das ist jetzt einfach ein Teil von meinem Leben. Ich tanze sicher noch Rock'n'Roll für einen 40-Jährigen. Das sagt man mir. Also das ist nicht, dass ich das sage. Ich bin auch schon auf der Schnur, das ist klar. Aber der Takt, der Rhythmus, der fasziniert mich einfach so. Tanznachmittage für Senioren wie hier in Münchenstein sind beliebt als Partnerbörse. Viele kommen allerdings schon als Paar. Das wiederum ist schwierig für Singles in der zweiten Lebenshälfte. Dankeschön.
gut. Machen wir mal etwas ab. Ja, das ist okay. Wenn du Zeit hast, wenn ich Zeit habe. Mach mir dann Zeit. Vielleicht ergibt sich ja daraus etwas. Wer weiß. Fitness und Schönheitsding. Ja, das. Yvonne und Franz sind seit einem Jahr ein glückliches Paar. Jetzt wollen sie tanzen lernen. Jetzt machen wir immer 3 Schritte am Platz. 1, 2, 3 und dann der andere. 1, 2, 3. Also ich würde jetzt sagen, da haben wir gar kein Problem. Nein, das ist jetzt eigentlich immer noch knapp. Warte. Jawohl. Constantinople been a long time gone. No Constantinople, still is Turkish delight. On a moonlit night, every gal in Constantinople lives in Istanbul. Not Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Ich mache gerade noch ein anderes Stück, weil das könnt ihr schon so gut. Ich muss nur verwünschen. Ich muss rechts finden, ja. Man darf immer ein bisschen mitzählen, gell? Habe ich nicht mehr nötig. Dabei kannst du nicht mal auf 3 zählen. Da. Aber wunderbar. Das ist auch noch sexy. Wer macht das? Schau, jetzt, sie macht einfach etwas anderes. Sie macht alles ab, ja, natürlich. Das können wir ja. Es ist ja schon voll leidig, sie wissen. Ja, genau, das stinkt das immer. Ja, also, das ist jetzt, so. Also machen wir etwas anderes. Komm, bitte. Machen wir etwas anderes. Also, ich bin ein Naturtalent, ich kann es schon. Das. Ja. Ja, ich bin auch mal in der Tanzkurs vor 50 Jahren, glaube ich. Du hast mir gesagt, man hätte sich um dich gerissen als Tänzerfrau. Ja. Sagst jetzt du wieder gut. Stimmt? Nein, stimmt überhaupt nicht. Nein. Ich habe den schönen Mädchen immer nachgeoffert. Aber aus Distanz? Aus Distanz, genau. Ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, so eine hübsche, lebendige, quicklebendige Person anzusprechen. Damals. Bravo, weiter, jawohl! Hast du schon gesehen? Snani. Hoi zusammen. Hallo. 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 Hoi, Zahlen. Ja, Mann, Zahlen betrachtet. Hallo. Kannst du mir Zahlen mitnehmen und sag schnell, wie schnell ist der Zug gefahren? Ist ganz schnell gefahren. Etwa 100, kann das sein? Hallo, Zahlen, wenn sie nicht gesehen haben. Wirklich? Das sagen wir immer, wenn wir uns sehen, gell? Schon lange nicht gesehen. Ja, jetzt sieht man es langsam. Genau. Yvonne hatte, bevor Franz in ihr Leben kam, sehr viel Zeit für ihre beiden Enkel. Diese müssen ihre Großmutter jetzt mit dem neuen Partner teilen. Also ich merke, dass sie ein bisschen weniger Zeit hat, aber im guten Sinn. Also sie tut ihr einmal fix hieten, was ich finde, ist nicht selbstverständlich, sondern ein grosses Geschenk. Und also am Wochenende so tut sie weniger hieten. Aber das stört mich jetzt nicht, weil ich wie das Gefühl habe, sie ist dafür, macht sie dann tolle Sachen. 1, 2 und höher und grösser als. Vorher überlegt man sich vielleicht mehrmals, was macht sie am Wochenende oder man sagt nicht, vielleicht eher mal ein schlechtes Gewissen oder so, wenn sie bei etwas nicht dabei sein kann. Oder? Und so weiss man wie, sie ist glücklich und auch versorgt. Und ja, das ist
Das ist ganz ein gutes Gefühl. Das Fest zum 70. Geburtstag von Franz ist für Yvonne eine Herausforderung. Das gibt jetzt eine Spiessrute laufen durch die ganze Verwandtschaft durch. Mal schauen, wie ich mich halte. Ein nervös? Ja, schon ein bisschen nervös, genau. Ich möchte natürlich gut ankommen. Das ist so. Aber Hauptsache, am Franz passe. Am Rest muss ich nicht unbedingt passen. Uli, Viva, grüß dich. Also, alles Gute, auch Franz. Alles Gute, Viva, Viva. Ich sag mit Rosmarie. Ich bin Yvonne. Hallo, Entschuldigung. Das haben wir mich auch gesehen. Ja. Wo gibt es das da? Das ist der Renato. Renato, Chef. Je älter man ist, umso mehr Freunde, Bekannte, Kinder und Kindeskinder bevölkern ein Leben. Die gehören bei einer späten Liebe dann halt auch dazu, ob es einem passt oder nicht. Franzens Ex-Frau und Mutter der Söhne hat nichts gegen Yvonne einzuwenden. Genauso wenig wie die beiden Söhne von Franz. Ich selber habe sehr Freude gehabt. Ich habe ja, ein bisschen gemerkt, dass ihm etwas fehlt in seinem Leben. Und dort, wo er das erzählt hat, hat er wie. Ich hatte das Gefühl, man hat rausgehört, es passt jetzt sehr gut. Nicht nur, also vielleicht. Das Buffet ist eröffnet! Das Buffet ist eröffnet! Man kann essen! Und man bekommt den Eindruck, Franz spielt mit seiner Band heute vor allem für Yvonne. Dort ist die Yvonne, die kennen die jetzt, glaube ich, in der Zwischenzeit auch die meisten. Und die Yvonne ist einfach für mich ein Glücksfall, ein riesiger Glücksfall gewesen. Ich habe ja ein Inserat gemacht, vor einem Jahr, sogar noch ein bisschen mehr. Und habe gefunden, das ist jetzt die letzte Chance, die ich mir selber gebe, um irgendwie noch mal neu ein bisschen unterschleifen können. Und jetzt sind wir schon bald ein Jahr zusammen. Das ist doch auch wunderschön. Das Rezept für eine späte Liebe? Ein bisschen Mut vielleicht. Und, wie es Felix und Martha so schön sagen. Wir haben eine schaurig grosse Grosszügigkeit. Das kann jedes seinen Lebensrhythmus und seine Interessen und so leben und verfolgen. Mhm. Es ist nicht ein Einnehmen voneinander. Nicht so schnell. Komm, wir müssen das wiederholen, dass wir nicht Angst haben. Ich kann nicht.